Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur 49. Folge unseres YouTube-Kanals. Dieses Mal geht es noch einmal um einen Ausflug in ein anderes Rechtsgebiet als das Arbeitsrecht, nämlich das Völkerrecht. Und zwar vor einem ganz konkreten Hintergrund. Wir haben ja in den letzten Monaten ja, sozusagen die Ohren voll gesungen bekommen über angebliches oder tatsächliches Völkerrecht und Völkerrechtswidrigkeit. Es gibt eine Inflation der Worte Völkerrecht, nicht des Begriffes Völkerrecht, sondern der Worte, wie sie vor allen Dingen von der Bundesaußenministerin Frau Baerbock betrieben worden ist, aber ohne dass tatsächlich das Völkerrecht dabei, das reale Völkerrecht, das wirkliche Völkerrecht eine Rolle gespielt hätte. Und deshalb geht es darum, einige Dinge mal klarzustellen. Es ist von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russlands in der Ukraine die Rede. Ich will darauf nicht weiter eingehen, aber worauf ich eingehen will, ist die Parallele, die gezogen wird, gerade auch von Frau Baerbock, die gezogen wird und gezogen worden ist, zwischen Taiwan und China und der Ukraine und Russland. Und das passt irgendwie nicht. Da ist einiges falsch. Von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, der drohen würde in Bezug auf Taiwan seitens Chinas, kann aus einem ganz bestimmten Grund nicht die Rede sein. Es ist so, dass jedenfalls nach allgemeiner Auffassung des geltenden Völkerrechts Taiwan nicht ein selbstständiger Staat ist und als solcher nach wie vor zu China gehört und Chinas Rechtsstandpunkt in dieser Frage eigentlich von der gesamten Völkergemeinschaft geteilt wird. Es ist geradezu ein Irrsinn, wenn Frau Baerbock anderes behauptet. Sie ist einfach nicht informiert. Seit 1972 gibt es weltweit eine One-China-Policy, eine Politik, die nur ein China kennt, und zwar ganz bewusst von Mr. Nixon, dem damaligen US-Präsidenten, mit seiner Ping-Pong-Diplomatie zugunsten des Chinas von Mao eingeleitet als Reaktion auf die Sowjetunion. Man wollte mit dieser One-China-Policy China aufwerten und damit die Sowjetunion treffen. Das passt heute nicht mehr und deswegen möchte man davon wieder weg und will daran nicht erinnert werden. Aber das war nun einmal der Hintergrund. Es hat viele Jahrzehnte lang funktioniert auch und man kann im Völkerrecht nicht einfach was Neues entdecken, weil man was anderes haben möchte. Das Völkerrecht lebt vom Konsens der Staaten. Sonst gäbe es kein Völkerrecht. Denn es gibt keine über dem Völkerrecht stehende Institution, wie Frau Baerbock immer meint, anrufen zu können. Die gibt es nicht. Das müssen sozusagen staatliche Vereinbarungen existieren, die dieses Völkerrecht bestätigen. Mit dieser Entscheidung der Regierung der USA, der dann fast alle Staaten der Welt gefolgt sind, eben auch damals die Bundesrepublik Deutschland, die DDR sowieso, aber auch die Bundesrepublik Deutschland, war es so, dass Nationalchina, wie damals Taiwan hieß oder Formosa, seinen Sitz in der UNO verlor, aber auch seinen Sitz im UN-Sicherheitsrat, denn China gehörte zu den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges und besaß seit dieser Zeit einen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Den bekam nun die Volksrepublik China. Das heißt, China ist Mitglied des UN-Sicherheitsrates. China wurde mit einer überwältigenden Mehrheit der UNO-Vollversammlung in die UNO aufgenommen und gleichzeitig wurde Taiwan bzw. Nationalchina aus der UNO ausgeschlossen, war nicht mehr Mitglied der UNO. China vertritt seitdem einen Alleinvertretungsanspruch. Wer noch ein bisschen weiter zurückdenken kann, weiß, dass wir in Deutschland so etwas auch mal hatten. Die Regierung Adenauer vertrat einen Alleinvertretungsanspruch in Bezug auf alle Deutschen und grinste die DDR aus und wollte mit der DDR nichts zu tun haben und versuchte Länder mit der sogenannten Hallstein-Doktrin unter Druck zu setzen, die es wagten, mit der DDR diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Heute ist das Geschichte. Dieser Alleinvertretungsanspruch hat sich nicht durchgesetzt. Er war überholt. Er wurde durch die Entspannungspolitik obsolet, weil die beiden deutschen Staaten sich verständigten und dann zu einem Agreement kamen und im Gefolge dieser Verständigung dann später die DDR ihre Existenz aufgab. Ganz anders mit China. Dort ist der Alleinvertretungsanspruch weltweit anerkannt. Taiwan wird nur von einer
ganz wenigen Staaten in dieser Welt überhaupt anerkannt, unter anderem dem Vatikan, wobei ich dem Vatikan, ich glaube, das ist Konsens, keine besonders große welthistorische und geopolitische Bedeutung beimesse. Ob das gut ist oder nicht, ist nicht die Frage. Es ist so, dass China weltweit anerkannt ist als das Land, das für China und das chinesische Volk spricht und nicht Taiwan. Dem steht nun aber die sogenannte wertebasierte Außenpolitik der Frau Baerbock entgegen, von der sie immer großartig spricht. Wertebasiert meint also, dass man nicht einfach nur sozusagen das Arrangement zwischen den Staaten als Völkerrecht bezeichnet, sondern dass man auch einen bestimmten Inhalt mit dem Völkerrecht verbindet, insbesondere zum Beispiel das Selbstbestimmungsrecht der Völker auf Selbstständigkeit von bestimmten Staaten und dergleichen mehr. Nur dieses Selbstbestimmungsrecht ist ein bisschen komisch. Dieses Selbstbestimmungsrecht ist nach dem Ersten Weltkrieg teilweise praktiziert worden. Da hat man dann also zum Beispiel in Schleswig eine Volksabstimmung gemacht, Dänemark oder Deutschland. Man hat in Oberschlesien eine Volksabstimmung gemacht, Polen oder Deutschland. Und man hat eine ähnliche Abstimmung gemacht in Ostpreußen. Heute ist davon merkwürdigerweise immer wieder die Rede, aber das Komische ist, dass Volksabstimmungen damit nicht verbunden waren. Denken wir zum Beispiel an den Jugoslawienkrieg, bei dem man durch einseitige Anerkennung bestimmter Teilrepubliken Jugoslawiens, zum Beispiel Kroatiens, deren Selbstständigkeit provoziert hat, wie zum Beispiel die Regierung der Bundesrepublik Deutschland durch Herrn Genscher, und dann gewissermaßen durch die völkerrechtliche Anerkennung dieser Teilrepubliken automatisch die Verselbstständigung dieser Staaten bewirkte, aber ohne zuvor Volksabstimmungen durchzuführen. Auf der anderen Seite, das war der Balkan, der Hinterhof Europas. Auf der anderen Seite, was die Zentralstaaten Europas betrifft, bei denen wir zum Teil massive Versuche der Verselbstständigung erleben, wie zum Beispiel zuletzt in Katalanien, wurde mit brutaler Gewalt juristisch, existenziell und in anderer Weise versucht, eine Mehrheit, eine offensichtliche Mehrheit der Bevölkerung, die eine Verselbstständigung Kataloniens will, zu unterdrücken. Das NATO-Mitglied Spanien darf nicht sich in irgendeiner Weise auflösen in verselbstständigte Einheiten. Das Gleiche gilt für Nordirland. Auch dort kennen wir keine Volksabstimmung. Auch dort kennen wir kein Selbstbestimmungsrecht. Nein, Großbritannien muss weiter Nordirland behalten, obwohl dieses Land nun schon seit vielen, vielen Jahrzehnten völlig zu Unrecht, eigentlich auch völkerrechtswidrig, gespalten wurde. Bei den einen verlangt man das Selbstbestimmungsrecht, praktiziert es aber gar nicht in Form von Abstimmungen. Und bei den anderen, sozusagen bei den eigenen, bei den Großen, bei den Guten, da wird das Selbstbestimmungsrecht mit Füßen getreten, weil es nicht sein kann, weil es nicht sein darf. So viel zur Realität der wertebasierten Außenpolitik in Europa. Sie ist unglaubwürdig, ganz offensichtlich. Sie wird nur angewandt gegenüber Ländern, bei denen man es für opportun hält. Und unter anderem dann jetzt eben auch zum Beispiel im Falle von Taiwan. Und steht Taiwan nun eigentlich gegen China? Ist die Bevölkerung in Taiwan sozusagen China hoffnungslos ausgeliefert und will niemand etwas mit China zu tun haben? Das sind einfach Lügen, die da verbreitet werden. Taiwan ist ein außerordentlich kompliziertes Staatsgebilde. Taiwan ist nicht einfach nur ein Teil Chinas oder irgendeine Insel. Taiwan ist sprachlich, kulturell und politisch außerordentlich gespalten. Wir haben in Taiwan zum einen die Han-Chinesen, die mit dem, die das Mandarin sprechen. Das auf Festlandchina übliche und sogar in Singapur und inzwischen auch überwiegend in Hongkong vertretene Hochchinesisch. Aber wir haben eben auch zum Beispiel die Hoklo oder Hokkien, die aus Fujian kommend schon vor vielen Jahren einen ganz anderen Dialekt sprechen, der eigentlich eine eigene Sprache darstellt, ungefähr etwa 30% der Bevölkerung. Wir haben die Hakka, die aus Guangdong kommen und einen bestimmten Dialekt sprechen. Und wir haben schließlich als vierte Gruppe, relativ klein, die Ureinwohner Taiwans, die eine ganz eigene Sprache sprechen und
eigentlich sozusagen jetzt im Rahmen dieser Diversität der Kulturen und Völker vernachlässigt werden können. Das Schlimme an der gegenwärtigen politischen Situation in Taiwan ist, dass diese Diversität der Kulturen nicht etwa sozusagen als Wert angesehen wird und nicht etwa sozusagen eine ausgewogene Struktur oder Beziehung zwischen den verschiedenen Kulturen gepriesen wird, sondern dass die DPP, die Democratic Progressive Party, das ist die Partei, die zurzeit den Präsidenten und die Regierung oder die Präsidentin und die Regierung stellt, einen Kulturkampf betreibt, indem sie den Fujian-Dialekt benutzt, um das Mandarin abzulösen. Das heißt, es ist ein regelrechter Kampf der Kulturen, der von der Regierung aus politischen Gründen angeheizt wird, und die Spaltung, die wir auf politischer Ebene haben, DPP auf der einen Seite und Kuomintang auf der anderen Seite, ist gleichzeitig auch die Spaltung zwischen Han-Chinesen und den Leuten, die sich dem Fujian-Dialekt verschrieben haben. Das ist nicht irgendetwas. Das ist etwas, was wir gar nicht kennen, was viele Staaten überhaupt nicht kennen. Denn es ist, bedeutet eben, dass es sich um ein Land handelt, dem kein Kompromiss möglich ist. Das Wort Kompromiss ist unbekannt. Das Wort von Ausgewogenheit und gegenseitiger Toleranz ist unbekannt. Mit der ersten Regierung der DPP war es so, dass viele Lehrer ihren Beruf aufgeben mussten, weil sie von einem Tag auf den anderen gezwungen wurden, einen anderen Geschichtsunterricht zu betreiben und eine andere Sprache zu vertreten. Das muss man sich mal vorstellen. Davon ist hier nirgendwo die Rede. Frau Baerbock weiß sowieso nichts davon. Und dieser politische Konflikt, der letztlich zwischen Kuomintang und DPP aus vordergründigen politischen Gesichtspunkten angeheizt wird, hat zum Teil die kuriosesten Folgen. Ich selber habe eine Partnerschaft zwischen den Landkreisen Hualien in Taiwan und dem Landkreis Cuxhaven vorbereitet gehabt. Und wir waren schon relativ weit, bis schließlich die neue Regierung dann in Taiwan, gestellt von der DPP, dieses Projekt torpedierte. Und zwar mit der Begründung, dass eben, es sei nicht erwünscht, der Gouverneur des Landkreises Hualien sei der ehemalige Arbeitsminister der Kuomintang-Regierung, mit dem ich inzwischen aufgrund dieses Projekts Freundschaft geschlossen hatte, und das ginge nicht, und das müsse also ein anderer Landkreis sein, und deswegen hat dann die Generalkonsulin in Hamburg von Taiwan mir den Landkreis Keelung angeboten. Damit waren dann sozusagen fast 1 bis 2 Jahre Vorbereitung in die Tonne getreten, und ich habe mich dann nicht mehr weiter in dieser Richtung engagiert. Man muss sich das vorstellen. Nehmen wir mal an, ein Landkreis in Deutschland würde versuchen, Beziehungen aufzunehmen mit irgendeinem anderen Landkreis in einem anderen Land. Könnten wir uns vorstellen, dass die CDU etwa oder die SPD umgekehrt in diesem einen Landkreis versuchen würde, gewissermaßen den Gastgebern oder den Gästen, den ausländischen Gästen vorzuschreiben, ob sie mit diesem Landkreis Kontakte aufnehmen würden? Natürlich nicht, denn es ist ein übergeordnetes nationales Interesse und es spielt dann gar keine Rolle, welche Partei jeweils in dem Landkreis die politische Herrschaft ausübt. Aber das ist eben in Taiwan ganz anders. Es spielt einfach nur eine Rolle, wer die Regierung stellt, und dann werden alle anderen Leute beiseite geschoben. Und dieses passiert in Taiwan, das heißt in einem Land, das von sich behauptet, das mit einheitlicher Zunge spricht. Nein, es ist ein gespaltenes Land. Und man kann nur sagen, es ist hochproblematisch, sich auch unter diesem Gesichtspunkt einzumischen in die Verhältnisse in Taiwan. Die Verhältnisse müssen zwischen Taiwan und China selbst geklärt werden. Und dabei fällt ins Gewicht, dass die Taiwaner innerhalb Chinas ein besonderes Privileg besitzen. Die Taiwaner gelten nicht als Ausländer. Die Taiwaner gelten als Chinesen und haben deshalb viele, viele Vorrechte, beispielsweise auch von Anfang an, bei der Investitionen von Unternehmen und dergleichen mehr. In Guangdong haben sie eine ganz, ganz große Rolle gespielt, spielen sie immer noch taiwanische Unternehmen, die privilegiert sind gegenüber anderen ausländischen Unternehmen. Und allein in Shanghai gibt es 400.000 taiwanische Manager, Angestellte und ihre Familien, eben auch gemischte Familien zwischen Taiwanesen und Chinesen auf der einen und auf der anderen Seite. Das bedeutet, dass die Verbindung zwischen Taiwan und China
sehr, sehr weit vorangeschritten sind, aber auf der anderen Seite die Regierung in Taipeh das nicht will und auf kulturelle, ich betone, auf kulturelle Weise und politische Weise dies versucht zu verhindern. Das bedeutet auf der anderen Seite ein klares Zündeln mit dem Konflikt. Und Frau Pelosi, die so unschuldig tut, um dann diese jetzige Präsidentin zu besuchen, die weiß ganz genau, was sie damit betreibt. Also, das Völkerrecht steht nicht auf der Seite der USA, wenn sie meint, mit der taiwanischen Regierung Solidarität auszuüben. Und die Verständigung innerhalb des Landes, innerhalb Taiwans, befindet sich an einem außerordentlich kritischen Punkt. Man kann nur eines sagen, lass die Finger von Einmischungen in Taiwan, lass es die Chinesen selber regeln, eine andere Möglichkeit.